Da ist noch ein Feind, ja. Aber das kann man jetzt nicht unbedingt so ungewöhnlich zählen, oder? Also hier oben ist schon mal nichts, also zumindest nichts, was ich sehe. Da hinten? Nee, das ist einfach nur so ein Hirsch. Hier ist nichts. Nö. Zur Not müssen wir erstmal weitergehen und dann später wieder zu dem Turm zurückkommen. Würde ich jetzt nicht ein Let's Play spielen, würde ich natürlich ewig suchen hier. Aber im Let's Play ist es zu langweilig für euch. Seht ihr was? Also ich sehe nichts. Ich sehe absolut gar nichts, dass der fallende Schnee hier irgendwo irgendwas offenbaren würde. Nö, gar nicht. Ich meine, hier wäre noch eine Möglichkeit, dass hier irgendwas ist. Aber da passiert auch überhaupt nichts. Ich sehe da nichts. Wir werden jetzt weitergehen. Da könnte man theoretisch runter, wollen wir aber nicht. Wir werden weitergehen dahinter und uns um dieses, um den Turm dann irgendwann anders kümmern. Das führt uns jetzt nicht weiter. Ich wüsste auch gar nicht, was ich euch jetzt da erzählen soll, wenn ich da jetzt eine halbe Stunde lang rumsuche. Und selbst dann ist es ja nicht sicher, dass ich irgendwas finde überhaupt. Da hinten ist noch ein Gegner. Da müssen wir jetzt dahinter hinten weitermachen. Und dann so in die Richtung kämpfen, wo das Leuchtfeuer ist, das der Ort der Gnade. Da ist nichts. Da hinten war das Siegel, da oben, ja, wo diese Würmer sind. Kennen wir schon, dann müssen wir mal hier weitermachen. Das schaut mir nach einer sehr gut gesicherten Stelle aus. Bin ich gespannt. Was wir hier finden. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal einen Käfer, der hat, glaube ich, nur Tränke dabei. Das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Großbolzen. Der bewegt sich auch, der Käfer. Das ist ungewöhnlich. Nur also bewegen sich die nicht. Oben ist auch einer, der auch Tränke dabei hat. Und da ist einer. Den müssten wir mal eine aufstreichen. Der frisst, okay. Wollte ich den blätten, wie wir das schon früher gemacht haben, aber das ging nicht. Also diesen, ihr wisst schon, die Stellung brechen oder die, jetzt sagt man da. Merkwürdig. Gut.
da haben wir eigentlich alles. Wir können noch mal kurz da hochschauen. Die Haltung brechen, so heißt es. Hier gibt es nichts, außer dass da hinten noch einer dieser Dinos ist. Sollte ich vielleicht zuerst das Leuchtfeuer an den Ort der Gnade aktivieren, oder? Das wäre, glaube ich, gut. Machen wir das. Okay. Da sind gleich zwei. Da sind gleich zwei relativ nebeneinander. Das könnte natürlich ein Problem geben. Aber der eine ist jetzt verschwunden. Das müssen wir ausnutzen. Der kommt nämlich gleich zurück. Da kommt er nämlich schon wieder. Können wir den vielleicht weglocken? Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir den erledigt. Und der zweite kommt leider jetzt auch an Ort und Stelle. Und schauen, was da passiert ist. Schon gefunden, ja. Autsch. Autsch. Sehr gut. Armin, ja. Armin. Und er lässt sogar noch was fallen. Was lässt er denn fallen? Schwere Bestienknochen. Ich glaube, da geht es einfach nur runter zu der Kirche. Das ist sozusagen dieser Rundweg, der Rundrumweg. Da ist aber auch noch mal einer. Da kümmern wir uns um den auch noch. Na, da unten wäre es gewesen, da wären wir hochgekommen. Da steht ein bisschen fies, sodass man den von, wenn man hochkommt, nicht sofort sieht. Ja, also Haltung brechen geht da irgendwie nicht mehr. Ging früher mal bei denen ganz gut, aber das waren wahrscheinlich schwächere Versionen. In Kaelid war das. So, da sind wir wieder hier, genau. Ja. So ist das. Dann geht man weiter Richtung Burg. Und ich hoffe doch, dass wir irgendwo einen Schmiedestein 8 finden. Ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass das vielleicht in der Höhle ist, in der wir vorher waren, aber da gab es keinen. So, dann hoch zur Burg. Was sind das für komische Stämme, die da stehen? Schaut zuerst aus wie normale Bäume, aber ich glaube, das sind eher irgendwelche Masten, weil wenn man guckt, das ist so rausgeschnitzt. Hm. Na gut. So, da ist so eine Lady. Und da sind noch, schaut mal, da sind zwei im Schnee versteckt. Ich weiß nicht, ob die erfroren sind oder ob die erwachen, sobald wir hier vorbeikommen. Nee, die sind einfach nur erfroren, okay. Die sind erfroren, gut. Hier müssen wir ein bisschen langsamer vorgehen, damit wir nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen müssen. Hatten wir das nicht schon mal, dass diese Feuerladies eine Burg bewacht haben? Das war beim Haus Vulkan. Da war das schon mal so. Hier können wir Freunde herbeirufen und das werde ich gleich natürlich ausnutzen. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Aber unser Imitator-Trainer müsste das hinbekommen. Da hinten, da kann sie nicht lang. Sehr gut. Okay, dann gehen wir da lang.
bisschen aufpassen, dass die Imitator trainieren, dass wir sie nicht verlieren. Oh, da oben ist noch so ein Lord. Und da ist noch ein Lord, okay. Dann holen wir uns doch den mal herbei. Stattdessen können wir vielleicht die hier bekämpfen. Nochmal ein Lord, da geht's nach oben. Da ist noch ein Lord, okay. Ja, wir könnten vielleicht die hier einfach mal weglocken versuchen, aber das wird nicht so funktionieren, ne? Nee. Oho. Schauen, was der bewacht hat. Ein Steinschwertschlüssel. Den nehmen wir natürlich immer sehr gerne. So. Die haben wir auch erledigt. 116.000, also ungefähr die Hälfte von dem, was wir brauchen für die nächste Stufe, haben wir. Sind wenigstens gut zu sehen durch ihre Fackeln. Und da sind noch mal zwei so Lords. Da muss man aufpassen. Er fällt gleich runter. Wir müssen nur aufpassen, dass die Träne nicht runterfällt. Das wäre natürlich bitter. Oder wir selber. Und jetzt ist die Träne runtergefallen. Verdammt, sie ist runtergefallen. Naja, gut. Passiert. Wir haben es ja jetzt schon fast. Goldene Rune 8. Da ist noch mal so ein Lord. Ui, jetzt haben die Ladies uns erwischt. Noch eine. Oh. Halt, weg. Ja. Trinken noch mal und dann hauen wir dem noch mal eine, schön eine rein. Da wir hier die Flaschen zurückbekommen, sollte ich jetzt auch mal die FP-Flasche wieder mit nutzen. Und das war's, glaube ich, eh. Das war's eh hier jetzt. Da oben könnte noch irgendwo ein Item versteckt sein. Auch noch ein Gegner natürlich, aber auch ein Item. Im Moment sehe ich aber nichts. Nee, da oben geht's dann wahrscheinlich weiter mit dieser Kette. Schätze ich mal, oder? Da geht es hinter Schloss, da gibt es auch noch mal Schmetterlinge. Und was gibt es da noch? Nichts mehr sonst. Schade eigentlich. Und da drüben sind. Da drüben sind die Orks von dem Heiligbaum-Bereich. Von dem Erdenbaumbereich. Die Wächtergarnison, so heißt dieses Schloss, okay. Gut zu wissen. So, das sind die Schmetterlinge gewesen. Und dann gehen wir mal da hoch und da oben müsste dann die Kette sein, auf der wir dann weiter wandern können. Und ich bin gespannt, ob die Typen da drüben irgendwie lebendig sind oder ob die einfach nur so Statuen sind. Diese Riesen da. Ah, da läuft ein Riese. Also ich schätze, das sind Statuen. Hier können wir über die Kette laufen auf jeden Fall. Und da drüben ist ein Riese, der da zwischendran reinläuft. Deswegen denke ich mal, dass diese Dinger da eingefrorene Statuen sind. Vielleicht nicht alle. Und da ist wieder das Skelett. Okay. Na gut, dann jetzt erstmal hier in die Festung rein. Und gucken, was uns dort erwartet. So groß ist sie nicht. Also wird es hier keinen großen Boss geben oder so.
aber vielleicht ist es trotzdem spannend. Also, oder anders formuliert, es ist bestimmt spannend. Und vielleicht finden wir auch was Cooles. So, aha. Ich dachte schon, das Tor wäre verschlossen, ist aber nicht der Fall. Das ganze Gegenteil, da drüben ist auch offen. Da steht jemand. Oh, was ist da drüben offen? Aha. Aber es gibt kein Item hier. Da hinten gibt es eins. Da waren wir vorher schon gerade, ne? Ich glaube, wir waren nicht ganz drüben. Wir hätten noch ein Stück weiter gehen können. Aha, okay. Aha, hast du uns schon gefunden. Flammenwächter. Und Hund. Flammenwächter und Hund. So. Da geht es dann hoch. Jetzt schon mal erstmal, was hier unten ist. Schmetterlinge, ja. Sonst gar nichts. Schade eigentlich. Hier gibt es viele dieser Feuerblüten. Und hier gibt es noch eine Ratte. Die haben uns aber vergessen anzugreifen. Also Ratten können sie auch noch geben. Okay. Da oben ist jemand mit Licht, mit einem Fackel. Eine Fackel. Und hier sind Ratten. Na, dann gucken wir doch mal. Die sind selbst ein bisschen eingefroren, diese Ratten, ne? Wirkt so. Da kommt sie. Ist Holz hängen geblieben. Schwelender Schmetterling. Waren nur zwei Ratten. Naja. So, wir kommen jetzt da hoch. Ist da irgendwo eine Leiter? Ich sehe es irgendwie nicht. Können wir da hochkommen? Aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Da ist eine Leiter, oder? Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, die geht hier hoch. Hier sind so einige Stellen, an denen ich eigentlich Items erwarten würde, zum Beispiel hier, an diesem Ort, weil man das dann so von unten sehen kann und so. Aber irgendwie sind da, entweder haben die Items vergessen oder die sind geizig geworden. Noch ein Flammenwächter. Dass sie extra Namen bekommen haben. Ja, so toll sind die nicht. Oder wir sind einfach zu gut inzwischen. So, hier gibt es dann nochmal ein Item. Schmiedestein 7. Naja, Schmiedestein 8 wäre gut gewesen. Und das war's schon hier. Das war's schon. Da bin ich jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Ja, da drüben ist nichts. Da kommen wir auch nicht rüber. In die Türme kommen wir auch nicht hoch, außer wir kommen hier vielleicht irgendwie noch rein. Gucken. Nö. Da unten kämen wir noch auf diese Umgehung. Da könnte noch was sein. Ja, da könnte noch was sein. Okay. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ah, schaut mal. Da ist noch was. Okay. Ist doch noch nicht alles. Da geht es noch in den Turm rein. Und hier kommt der oberste Wächter. Na komm doch mal. Hui, der hat schon ein bisschen was drauf. Aber es bringt ihm nichts, weil wir eine unglaublich große Ausdauer haben. Aber die Hunde. Halt, geh weg. Mist! Verdammt! Einäugiger Schild haben wir bekommen. Und der einäugige Schild hat uns da in die Parade hineingefunkt. Blöd.
Das bedeutet, wir müssen uns jetzt hier nochmal hochkämpfen. Aber zumindest können wir den Ding wiederholen. Unseren Freund. Wir müssen nicht mehr überall kämpfen. Wir können auch einfach uns reinschleichen ins Schloss. Wir ignorieren erstmal. Ich weiß nicht, ob wir da drin auch unsere Imitatorasche holen können. Wahrscheinlich schon, ne? Mache ich das nämlich jetzt auch. Kann uns überhaupt hinterher, die Imitatorasche, aber es müsste schon gehen, oder? Die müsste schon hier hochkommen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann teleportiert sich die auch einfach, wenn wir zu weit weg sind. Uns hinterher. Ja, da ist sie auch schon. Ich erledige mal den da hinten noch. Kommst du? Ja. Jetzt sind die Hunde offenkundig. Wahrscheinlich nachdem man den besiegt hat. Den Typen. So, dann können wir mal unsere Ruhe holen. Der Typ ist nicht wieder aufgetaucht. Der Wächter. Schauen wir, ob da noch irgendwas ist. Wahrscheinlich nicht. Da ist einfach nur ein Item wahrscheinlich oben. Für Runen haben wir 150.000, ja. So langsam nähern wir uns unserer nächsten Stufe. Da ist eine Truppe. Sehr schön. Und mit einem Item, nämlich ein Gebetbuch des Riesen. Das hört sich gut an. Das hört sich nach neuen Anrufungen an, oder? Das müssten neue Anrufungen sein. Wo gibt's denn? Sind die? Sind die da? Nein, die sind hier, glaube ich, ganz unten, ne? Ja. Hier. Das müssen wir einem Kleriker geben und dann kriegen wir diese ganzen Anrufungen oder können wir sie kaufen bei ihm. Und wir wissen ja, wo unser Kleriker steht. Der steht auf der Brücke. Zu der wir eigentlich relativ leicht kommen. Dann noch kurz darüber in den anderen Turm. Hätten wir zuerst reinschauen sollen. Weil da war ja nur der Hund drin. Dann hätten wir nämlich den einen Hund schon mal erledigt. Da kommen wir leider nicht weiter. Nö. Tja, soviel zum Thema, die Türme für später aufheben. Oder ist hier noch irgendeine? Ich schaue mal noch mal kurz, weil wir sehen das so schlecht. Ob hier nicht doch noch eine Leiter ist. Hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Hier ist nichts. Gut, dann können wir jetzt uns draußen noch den Weg freischalten, beziehungsweise freikämpfen.
Kommen wir hier irgendwie weiter? Ja, hier runter erstmal.